So, hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es mal um einen Computer, um genauer zu sein, einen Mac Pro von Anfang 2009, die berühmte Käsereibe. Der wurde jetzt gerade bei einem Kunden nicht mehr gebraucht und der hat ihn mir geschenkt und ja, schauen wir uns doch mal ganz kurz das Gerät an. Und dann reden wir mal drüber, was man damit machen kann, um das sozusagen für heute noch gut brauchen zu können. Also der Mac Pro von Anfang 2009, der hat eben einen, also das Modell, was ich jetzt habe, hat den kleinsten Prozessor, 2,66 Gigahertz Quad-Core. Und dann hat er eben in meinem Fall 12 Gigabyte Arbeitsspeicher, aber eben nur mit 1066 Megahertz. Und die Grafikkarte ist die GT 120. Die ist natürlich auch heute absolut nicht mehr ausreichend. Allein schon, weil er damit auch gar keine 4K-Auflösung unterstützt, sondern maximal 2560 mal 1600 Pixel-Bildschirme. Er hat zweimal Ethernet, das ist gut. Bluetooth hat er. WLAN hatte mein Modell jetzt auch nicht. Das war nämlich damals eine Option noch. Die Antennen sind eingebaut im Gehäuse, aber die eigentliche WLAN-Karte war nicht dabei. So, er hat vier Laufwerksschächte. 3,5 Zoll Laufwerke passen direkt rein. Für 2,5 Zoll Laufwerke braucht man dann natürlich einen Adapter. In meinem Fall ist jetzt hier schon also die ursprüngliche Festplatte drin mit 640 GB und noch eine 64 GB SSD. Und dann hat er eben noch ein Superdrive, also einen DVD-Brenner, kein Blu-ray. ja, und er hat eben viermal FireWire 800, fünfmal USB 2, leider kein USB 3. Das kann man aber auch nachrüsten. Dann hat er eben Klinkenanschlüsse für Kopfhörer, eingebauter Lautsprecher, wobei der natürlich nicht viel taugt. Optisch, digital Eingang und Ausgang, analoge Eingänge, Ausgänge, alles dabei. Vier PCI-Slots, PCIe-Slots 2,0. Einer davon mit 16 Lanes, Ach so, ja, da ist natürlich, er hat vier. Hier steht eigentlich nur drei, weil in einem steckt ja schon die Grafikkarte. Also es sind eigentlich sogar zwei mit 16 Lanes und zwei mit 4 Lanes. Und ja, 300 Watt gehen maximal, wobei allerdings die Anschlüsse für extra Strom ein anderes Format haben, als die, die normalerweise im PC-Bereich benutzt werden. Das sind diese PCIe Mini-Stromstecker und nicht die normalen PCIe-Stromstecker. Das beschäftigt uns dann, wenn wir die Grafikkarte aufrüsten. Ja, er wiegt 18,1 Kilo, ist also schon ein Kasten. Wir schauen uns den ja gleich an. So, Optionen gab es viele. Aber wie gesagt, das Modell hier jetzt hat den kleinsten Prozessor, er hat 12 GB Speicher, aber den langsamen. Er hat eben hier die SSD als Start Volume und die ursprüngliche Festplatte eben für zusätzlichen Speicher. Hier ist gerade nur ein Full-HD-Bildschirm angeschlossen. Speicher hier, wie gesagt, 12 GB. Es sind immer durch drei teilbare Zahlen bei diesen Rechnern, weil der hat zwar vier Speicherschnittstellen, aber nur drei davon werden direkt vom Prozessor unterstützt. Das heißt, wenn man vier belegt, dann müssen sich sozusagen zwei RAM-Bausteine eine Schnittstelle am Prozessor teilen, das heißt, dann ist es langsamer, deswegen nimmt man eigentlich immer nur drei. Gut, was habe ich jetzt also gemacht? Erstmal natürlich einen Benchmark. Hier seht ihr die Ergebnisse, was dieser Rechner kann. 2477 Punkte im Single-Core, 8502 im Multicore. Das ist jetzt wirklich nicht schnell, da ist so ein modernes iPhone tatsächlich schneller, aber wir wollen den ja jetzt aufrüsten. Als allererstes habe ich eine AirPort-Karte eingebaut. Und zwar keine vom Mac Pro, sondern die hier vom 2011er iMac. Warum? Die hat dreimal die
Antennensteckplätze, denn der Mac Pro hat 3 Antennen. Aber die eigentliche AirPod-Karte für den Mac Pro hat nur 2 Antennenanschlüsse. Deswegen habe ich die Karte für den iMac genommen. Die hat 3 Antennenanschlüsse. Damit können dann alle Antennen, die im Gehäuse eingebaut sind, verbaut werden. Dafür habe ich 16,90 Euro bezahlt. Man hätte auch eine AC-fähige WLAN-Karte nehmen können. Die wäre allerdings deutlich teurer gewesen. Deswegen habe ich jetzt die hier genommen. Die macht eben 300 Megabit per 802.11. N, so hieß das damals. N, genau, das reicht hier ja auch völlig aus, erstmal. Dann habe ich einen neuen Prozessor gekauft. Der ist jetzt teurer geworden. Ich habe dann noch 85 Euro für bezahlt. Inzwischen liegt der jetzt wieder bei 109. Und zwar ist das jetzt sozusagen eine Generation später. Das ist ein Westmere-Prozessor. Also die Generation von 2010. Und der hat 6 Cores statt 4 und die Cores haben jeweils 3,33 GHz statt den 2,66, die momentan drin sind. Also ich erwarte mir da eigentlich fast so eine Verdopplung der Prozessorleistung und ich erwarte mir auch eine Erhöhung der Speicherbandbreite, denn der unterstützt Speicher mit 1333 MHz statt nur 1066. Entsprechend habe ich auch neuen Speicher gekauft. Dafür habe ich etwas mehr als 45 Euro bezahlt und zwar 3x 8 GB, also insgesamt jetzt 24 GB Speicher und das ist eben 133 MHz Speicher. Und um dann sozusagen den Prozessor auch zu kühlen, wollte ich mal ausprobieren das Metal Pad von Cool Laboratory. Das ist eine Firma, die bauen eben auf metallbasierende Wärmelösungen, Kühlungslösungen für Prozessoren und Grafikkarten. Die haben schon seit ganz langer Zeit eine Liquid-Metal-basierte Kühlpaste. Die hat allerdings das Problem, dass sie sehr korrosiv ist und beim Mac Pro besteht ja bekanntlich fast alles aus Aluminium. Und damit mir das nicht wegrostet, habe ich lieber das Metal Pad genommen. Das schauen wir uns auch gleich an. Das sieht so ein bisschen so aus wie eine Alufolie, ist aber eben eine Metalllegierung, die dann eben einfach zwischen Prozessor und Kühlkörper gelegt wird. Dann wird die eingebrannt. Also man betreibt den Prozessor absichtlich ein bisschen warm für eine Weile, damit das einmal ganz komplett aufschmilzt, das Metall. Und dann legt sich das sozusagen zwischen die CPU und den Kühler und garantiert da eine möglichst gute Kühlung. Mit dem eigentlichen Update loslegen können, ist allerdings noch eine Kleinigkeit zu beachten. Die Westmere-Prozessoren, die funktionieren in dem 2009er iMac, also in dem iMac 4,1, wie der in Apple-Sprech heißt, nicht direkt. Der braucht ein Firmware-Update. Das wird von Apple nicht offiziell angeboten. Allerdings lässt sich über einen kleinen Trick die Firmware von einem 5.1 Mac Pro einspielen, sodass der Rechner dann denkt, er sei ein 5.1 und auch mit modernen CPUs klarkommt und auch, wie hier schon geschehen, eben die Installation von macOS High Sierra unterstützt, denn der 4.1er ohne das Firmware-Update, da läuft, ich glaube, sogar schon Sierra nicht mehr drauf. Also da hängt man dann bei 10.11, wenn mich nicht alles täuscht. So, wie macht man das? Das geht ganz einfach. Man braucht diese beiden Dateien. Die Links tue ich euch in die in die Beschreibung vom Video. Das eine ist hier dieses EFI-Update von Apple für den 5.1er. Das muss man einfach nur mounten. Dann wird das hier eben dargestellt und dann kann ich dieses Tool hier starten und damit kann ich jetzt eben auf die 2010er Firmware upgraden oder eben auf die 2009er zurück downgraden. Ich kann jetzt hier nicht mehr klicken, weil der ist schon auf der 2010er Firmware, aber normalerweise würdet ihr hier klicken und dann wird er euch sagen, wie ihr sozusagen den Rechner ausschalten sollt und beim Einschalten die Power-Taste eben so lange gedrückt halten, bis sie blinkt und ein Geräusch ertönt und dann wird eben das Firmware-Update gemacht und dann habt ihr einen 5.1
Und dann könnt ihr auch High Sierra installieren und im Verlauf der High Sierra Installation wird dann ein weiteres Firmware-Update reingefahren. Und dann seid ihr da, wo wir jetzt sind. Und jetzt, wie gesagt, kommt der Rechner mal auf den Tisch und wir schauen uns das mal an. So, und hier ist er jetzt, der Rechner. Und das Schöne bei dieser Generation von Mac Pros ist, dass die wirklich sehr einfach zu warten sind. Ich kann jetzt hier einfach den Deckel einmal abnehmen und zur Seite stellen. Dann sieht man schon den inneren Aufbau. Hier unten ist die CPU und der Speicher auf einem Daughterboard. Hier sind dann die vier PCI-Slots. Hier oben sind die vier Festplatten. Und dann sind hier die optischen Laufwerke und hier ist das Netzteil. Also ein sehr einfacher Aufbau und auch so, dass die Luftführung sehr einfach ist. Luft wird grundsätzlich hier vorne angezogen, läuft hier durch und kommt hinten raus. Und hier ist ein Lüfter, hier ist ein Lüfter, hier ist ein Lüfter, hier ist ein Lüfter. Also je nachdem, wo es gerade wärmer ist, wird eben der Luftstrom in der entsprechenden Stelle erhöht. Das ist also eine sehr schlaue Konstruktion und auch, dass man an die CPU so gut rankommt. Man zieht diese beiden Hebel und dann kann man eben das komplette CPU-Daughterboard rausziehen. Das ist jetzt hier die Version mit einer CPU. Es gibt auch eine mit zwei CPUs. Dann wäre sozusagen hier noch, also der wäre jetzt ein bisschen kleiner, der CPU-Kühler. Hier neben wäre zwar ein weiterer CPU-Kühler, sodass dann eben auch die Luft hier einfach durchströmen kann. Und um diesen Kühler hier zu entfernen, machen wir erstmal den alten Speicher aus. Der wird eh nicht mehr gebraucht. Um diesen großen Kühler jetzt zu entfernen, brauchen wir einen 3 mm Inbusschlüssel. Die kleinen Inbusschlüssel, die man irgendwie so kennt, die auch bei IKEA-Möbeln dabei sind, sind leider zu kurz. Man braucht schon ein bisschen einen längeren. Der hier ist jetzt 125 mm lang. Vielleicht hätte auch ein 100er gerade so ausgereicht. Und die Schrauben, die verschwinden auch nicht, die bleiben hier schön drin. Man muss sie nur finden. Das ist der Kühlkörper. Hier ist natürlich jetzt noch der Rest von der alten Wärmeleitpaste. Auch hier und alles auch sehr, sehr staubig. Das ist natürlich das, was passiert, wenn man viel Luft hier permanent durch so ein Gerät zieht. Es wird staubig. Das müssen wir jetzt mal kurz sauber machen mit dem Staubsauger. Bis gleich. Der Staub ist weg, größtenteils. Ein bisschen ist natürlich noch da. Da sitzt auch teilweise sehr fest hier. Da hilft dann noch ein Wattestäbchen mal, um noch ein bisschen Staub zu entfernen. Und ja, was natürlich besonders wichtig ist, sauber zu machen, ist wie gesagt hier der Kühlkörper. Das geht auch am besten mit Wattestäbchen. Damit kann man hier die alte Kühlpaste einfach so aufnehmen. Und achtet da darauf, dass das wirklich glänzend sauber ist, denn wir wollen nicht, dass die Kühlpaste, die ja im Vergleich zu der zu dem Liquid Metal Pad ja wie ein Isolator wirkt, wie ein thermischer, dass da noch irgendwas von übrig bleibt. Also wirklich schön glänzend sauber machen. Bisschen Alkohol zum
zum Nachtpolieren. Mit der anderen Seite dann aber auch den Alkohol schön wieder komplett aufnehmen. Und auch hier die Fläche, die Temperaturregler kühlt, auch die sollte möglichst sauber sein. Auch da hat sich eventuell im Laufe der Zeit ein bisschen Schmutz angesammelt. Also auch hier mal ganz vorsichtig, um hier die Kühlauflage nicht zu beschädigen, einfach mal einmal drüber gehen. Und auch schauen, dass sie schön glatt ist, weil das ist ja so ein weiches Material. Das kann sich sonst auch schon mal verbiegen ein bisschen oder Falten werfen. So, jetzt ist unser Kühler sauber und wieder einsatzbereit. Und jetzt kommt der neue Prozessor. Das ist ein natürlich gebrauchter Prozessor. Der ist jetzt zwar wieder eingeschweißt, aber man sieht hier schon durch die Verpackung, da ist auch noch Kühlmittelreste von der vorherigen Verwendung. Das heißt, auch hier müssen wir einmal gucken, dass wir den wirklich auch schön sauber kriegen. Denn wenn da einzelne Pins nicht verbinden, dann heißt das natürlich, dass irgendwas nicht funktioniert. Vielleicht auch hier noch einmal ganz kurz ein bisschen Alkohol, um die Verschmutzung restlos zu entfernen. So, jetzt glänzt er und jetzt kann er hier in die Halterung eingelegt werden. Es gibt andere Modelle von diesem Rechner übrigens, die haben also die Dual-Prozessor-Modelle, da kommen die Prozessoren lidless rein, also ohne den Heat-Spreader, der sozusagen ab Werk normalerweise verbaut ist auf diesen Prozessoren. Da müsst ihr also aufpassen, dass ihr entweder die Prozessoren in lidless gleich kauft oder ihr müsst sie selber decappen, also von ihrem Kopf befreien. Dazu kann ich allerdings jetzt nicht arg viel sagen, weil ich, wie gesagt, den Anwendungsfall nicht habe. Ich habe hier eine Halterung und einen Kühler, wo die Prozessoren eben mit dem Heatspreader reinkommen. Deswegen reicht es in meinem Fall einfach auch, den Prozessor hier schön sauber zu machen, einmal den Kühler sauber zu machen und dann eben, wie gesagt, ein Kühlmittel aufzutragen, in dem Fall eben, wie gesagt, nehmen wir so ein Metal Pad von Collaboratory. So, der Prozessor ist jetzt hier drin, der wird jetzt hier befestigt und jetzt kommt das Metal Pad. Hier ist noch Kühlmittelreste an der Halterung. Die sollten eigentlich nicht stören, aber eigentlich ist halt nicht garantiert. Die Metal Pads, die kommen hier einfach nur in so einem kleinen Papierbriefchen. So sehen sie aus. Möglichst hier natürlich jetzt auch aufpassen, dass die nicht irgendwie Falten werfen oder so. Das ist ein kleines bisschen groß eigentlich. Das geht hier ganz einfach mit der Schere. Also sagen wir mal ungefähr 8 mm können hier weg und auf der anderen Seite vielleicht so 4. So passt dann die Größe. Natürlich schön zentriert hier auflegen. Und jetzt kommt der schwierige Teil, ganz passend, ohne dass man dann jetzt das Kühlmittel noch verschiebt, muss jetzt hier der Kühler wieder
aufgesetzt werden. Und auch wieder verschraubt werden. Und ihr könnt die Schrauben jetzt, also in dem Fall relativ gut festziehen. In dem Fall des anderen Kühlers, wenn ihr also sozusagen den Lidless-Kühler habt, aber keine Lidless-CPU, dann müsst ihr da ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht die Pins von der CPU zerstört. So, die Schrauben sind alle fest, der Kühler sitzt, jetzt der RAM. Die RAM-Bausteine kommen in die Ports 1, 2 und 3, weil, wie gesagt, sich ja Port 3 und 4 eine gemeinsame Schnittstelle teilen, deswegen wird 4 nicht benutzt. In unserem Fall. So, hier sitzt übrigens die WLAN-Karte, von der wir vorhin gesprochen haben. Die ist hier so eine M2-Karte und Bluetooth ist einzeln, das sitzt hier und hat auch eine eigene Antenne. Das nur noch der Vollständigkeit halber. Die drei Kabel für die drei Antennen, die sitzen hier unten drunter. Da ist so ein Teil aus Kunststoff, da sitzen die Antennen drunter. Die Kabel waren hier schon fertig verlegt, die musste ich also nur einstecken. Das ist also gar nicht schwierig, hier eine AirPort-Karte nachzurüsten. RAM ist hier natürlich bei diesem Gerät ECC-RAM. Das ist ja eine professionelle Workstation und kein billiger PC. Das heißt, beim RAM müsst ihr auch darauf achten, dass der eben ECC-RAM ist, sonst funktioniert das gar nicht. Meistens steht bei diesen Angeboten auf eBay, Achtung, Server-RAM auf keinen Fall für Workstations benutzen. Diese Meldung solltet ihr komplett ignorieren, weil die ist nämlich in dem Fall zumindest falsch. So, jetzt kann der gesamte Schlitten mit CPU und Speicher hier wieder eingeschoben werden. Und die kleinen Sicherungen hier wieder verriegeln. Gucken, dass es richtig sitzt. Und dann kommt der Deckel drauf. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Kiste jetzt mal hochfahren und schauen, was passiert. Und da bin ich wieder, allerdings tatsächlich 4 Tage später. Leider war die CPU, die wir gerade eingebaut haben, defekt. Deswegen musste ich die nochmal umtauschen. Das hat mir allerdings die Chance gegeben, hier den Verkäufer, die Mac Factory, in Berlin zu besuchen. Das ist tatsächlich ein Laden, der sich genau diesem Job, nämlich Mac Pros abzudaten, abzugraden, verschrieben hat, besuchen. Das war natürlich auch eine sehr interessante Erfahrung. Die haben da ja Dutzende von diesen Mac Pros rumzustehen. Ja, wirklich ein interessantes Erlebnis. Dafür bin ich tatsächlich auch diesem CPU-Defekt ein bisschen dankbar jetzt. Aber mit der neuen CPU, mit der Austausch-CPU hat es dann auch funktioniert. Der Rechner hat gebootet. Und ja, der erste Schritt ist jetzt natürlich, das Liquid Metal Pad einzubrennen. Dafür geben wir erstmal ein bisschen Dampf auf den Prozessor. Am besten, indem wir hier einfach ein Geekbench starten.
Und da stellen wir jetzt einfach mal die ganzen CPU-Lüfter auf die niedrigstmögliche Drehzahl. Und beobachten eben, wie hier die CPU-Temperatur steigt. Die muss dann einmal auf 60 Grad steigen. Und dadurch schmilzt dann eben das Metallpad auf und verbindet die CPU mit dem Kühlkörper. Das ist eine relativ feste Verbindung, also das sollte man nicht machen, wenn man vorhat, die CPU in der nächsten Zeit wieder auszuwechseln. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich jetzt auch SoSi denn nicht irgendwann plötzlich auch verstirbt, die letzte CPU sein, die dieser Rechner zu sehen bekommt. Es ist ja auch die zweitschnellste, die es überhaupt dafür gibt. Und die andere ist deutlich teurer, hat aber auch nur 133 MHz mehr. Von daher lohnt sich das gar nicht wirklich. Und ja, wir sind jetzt hier bei 60 Grad eigentlich angekommen. Fast. Der Rechner ist wirklich gut dabei, Hitze abzuführen. Das ist, muss man ihm lassen. Ja, jetzt 66,8, 61,9. Ich weiß nicht, warum das so hüpft. Eigentlich kann es an den Lüftern nicht liegen. Die stehen fest auf ihren Drehzahlen. Aber das sollte jetzt eigentlich schon reichen, um sozusagen dafür zu sorgen, dass das Metal Pad wirklich jetzt geschmolzen ist, dass das jetzt hier für einen guten thermischen Transfer sorgt. Jetzt können wir die Lüfter auf automatisch stellen. Wahrscheinlich gehen sie dann jetzt auch gleich ein bisschen hoch und den Benchmark auch abbrechen. Und zum Thema Benchmark, das habe ich vorhin auch schon mal gemacht. Das ist nochmal das Ergebnis von vorher. Single Core 2477, Multicore 8502. Und jetzt mit dem CPU-Upgrade ist die Single-Core-Leistung ein bisschen gestiegen um 600 Punkte. Aber vor allem die Multicore-Leistung natürlich dadurch, dass es zwei Cores mehr sind, hat sich tatsächlich fast verdoppelt. Damit würde ich jetzt sagen, ist dieser Rechner zumindest von der CPU her auf jeden Fall auch für heute wieder nutzbar. Das ist natürlich nur ein Aspekt. Das andere ist jetzt die GPU. Leider sind GPUs gerade sehr teuer. Trotzdem werde ich mich im zweiten Teil eben mit der GPU-Aufrüstung auseinandersetzen. Wir schauen uns die SSDs nochmal an und was für Möglichkeiten es gibt, da schnelle Festspeicher einzubauen. Entweder eben als SATA-Geräte oder als PCI-Geräte. Und dann zum Schluss noch, wie das mit den Schnittstellen ist, denn wie gesagt, USB 2 heute nicht mehr so ganz der letzte Schrei. Deswegen auch da schauen wir uns mal an, was es noch für Möglichkeiten gibt, da modernere Schnittstellen in diesen Rechner reinzubekommen. Aber das ist dann ein Thema für eine weitere Folge. Das Video ist jetzt eh schon lang. Deswegen. Bis dann. Tschüss.